Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem der wichtigsten Let's Shows von Alpha 3.23, nämlich zum Let's Show der Master Modes mit allen Details. Und da sage ich nicht nur, damit ihr es guckt, ja, weil es wirklich sehr, 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 sehr wichtig ist und uns alle betrifft und im Prinzip nicht alles, aber ganz, ganz viel in Star Citizen verändert. Wir gucken uns alles im Detail an. Lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert. Und glaubt mir, nach dem Let's Show, das könnt ihr gerne in den Kommentaren danach bestätigen, werden selbst diejenigen unter euch, die noch gar keine Ahnung von Master Modes bisher hatten, ja, weitestgehend informiert sein. Warum sage ich weitestgehend? Nun, wir müssen vorher eine Kleinigkeit klären, nämlich folgendes. Wir sind noch in der PTU-Phase und das heißt, alles, was ihr jetzt hört, bezieht sich vor allem auf die grundsätzlichen Sachen. Ich möchte jetzt nicht auf Details eingehen, wie zum Beispiel, wie viel Munition hat die Waffe XY, wie groß ist der Waffenslot von dem und dem Schiff oder ähnliche Dinge. Das ist alles Detailkram, der sich noch tausendmal ändert und der gar nicht relevant für die Master Modes, für den aktuellen Stand ist. Sondern es geht eigentlich vor allem darum, zu gucken, was genau sind die Änderungen, wie wirken die sich aus, wie muss ich mein Schiff jetzt benutzen und so weiter und so fort. Und genau das wollen wir jetzt hier einmal machen. Ich habe hier als erstes Schiff eine F8 Lightning, also einen normalen, schweren Jäger, der ziemlich stark ist. Und das Erste, was wir sehen, wenn wir jetzt hier einmal normal herumfliegen, wir sind im SCM-Modus. Ich entschuldige mich für das UI, das ist nicht meine Schuld, das ist CRGs Schuld, die haben was vermehrt. Aber ihr seht hier oben, ne, SCM-Waffen, also quasi Gun, wenn ihr nicht die deutsche Besetzung habt, SCM-Gun-Modus. Und das ist sozusagen der Start, mit dem jedes Schiff, wenn es aktiviert, loslegt. Wir haben zwei Master Modes insgesamt, SCM und Navigation. SCM heißt Standard Combat Maneuvering Modus letztendlich und Navigation ist eben Navigation zum schnellen Herumfliegen. Das sind so die Grundbasics erstmal. Wir haben noch einen dritten Modus, der quasi über den beiden steht, das ist der Landemodus. Der kommt automatisch, wenn ich das Fahrwerk ausfahre. Ja? Ich habe es hier aktuell ein Speed drauf von 51 Meter pro Sekunde. Wenn ich auf N drücke, fährt das Fahrwerk aus und er geht quasi runter auf Max-Speed von 30. Das ist bei allen Schiffen gleich und diese 30 Meter pro Sekunde sind fix für alle Richtungen. Man kann die aber überschreiten mit einem Afterburner. Beispiel. Ja, geht wunderbar. Aber das würde ich nicht empfehlen. Also der Modus ist echt zum Landen da. Wenn ihr jetzt also in einen Hangar reinfliegt oder auf dem Boden landet, ist der ganz nett. Schauen wir uns nachher nochmal hier in einem Beispiel einfach an. So, die zweite Änderung ist der neue Cruise-Modus. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber es scheint mir so. Der ist erstmal verwirrend. Ich habe ihn auch erstmal gehatet so ein bisschen, aber der ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe ihn gerade aktiviert. Das ist hier links dieser Kreis, den ihr da seht, um den Pfeil herum in blau. Was macht das? Das funktioniert im Prinzip genauso wie beim Auto ein Tempomat. Also wenn ihr irgendeine Geschwindigkeit euch einstellt, ja, irgendeine beliebige Geschwindigkeit, dann könnt ihr jetzt auf Alt-C drücken und dann hält ihr genau diese Geschwindigkeit. Und wenn ihr jetzt ein bisschen beschleunigt, also sanft auf die W-Taste drückt, dann hält er die nächst höhere Geschwindigkeit. Also das heißt, er passt quasi das Tempomat automatisch an eure jeweilige Geschwindigkeit an und ihr könnt mit der S-Taste auch wieder verlangsamen. Ja, also wie beim Tempomat, wo man hoch und runter drücken kann, ist es hier genau gleich. Geht nach vorne und das ist eigentlich Spannende, geht auch nach hinten. Ich zeige es mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier unter 0 gehe, dann komme ich in den Minusbereich rein. Ja, und dann habe ich entsprechend genau das Gegenteil, dann fliege ich halt automatisch rückwärts. Eine Fähigkeit, die wir bisher nicht hatten, die auf jeden Fall ganz nice ist. Hat es mit Master Modes nur am Rande was zu tun, aber hängt damit zusammen und ist also gar nicht mal so unwichtig. Das ist auch ein Swap, das zeige ich euch mal ganz kurz hier in den Keybindings. Wenn ihr unter Flugbewegung geht, habt ihr hier, ich habe es auf C übrigens gelegt, den Throttle Swap Mode. Und dann switcht er quasi mit Alt-C eigentlich zwischen Sticky und Normal. Das ist das, was hier passiert. Ne? Nichts weiter. Der alte Cruise Control, der ist raus. Den gibt es gar nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob der wiederkommt. Ich bräuchte ihn auch nicht. Ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das sehr angenehm. Und wenn ich jetzt wieder auf C drücke, dann bremst der automatisch runter auf 0, beziehungsweise auf die vorher eingestellte Geschwindigkeit in dem Fall. Das heißt, ich kann also einfach ein- und ausschalten, wie ich möchte. So, nun aber zurück zum Thema Master Mode. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben zwei Stück, nämlich SCM und Navigation. Und wir fangen mal mit dem SCM-Modus an. Wir haben hier oben, ja neben SCM, es ist schwer zu lesen, da steht jetzt Gun- oder Waffen-Modus. Ja? Den kann ich umschalten. Das heißt, ich habe also quasi innerhalb des Master Modes SCM verschiedene Untermodi. Das mache ich mit dem Mausrad. Das drücke ich an und dann seht ihr auch hoffentlich, wie er umswitcht, hier in dem Fall auf den Raketen-Modus.
Dann laden sich meine Raketen auf, je nachdem, wie viel ich eben eingestellt habe. Ne? Und dann sind die Waffen deaktiviert. Das ist also das, was vorher eben im Raketenmodus drin war, ist es hier einfach auf dem Mausrad drauf. Wenn ich nochmal drauf drücke, komme ich in den Scan-Modus. Das heißt, der SCM erlaubt mir auch zu scannen. Ganz klassisch, wie vorher auch. Ne? Ich kann pingen und scannen wie früher. Das heißt, ich habe also drei Untermodi, die ich hier einfach durchschalten kann. Ohne Cooldown, ohne Probleme. Je nachdem, was ich brauche. Das Schöne dabei ist, ihr könnt in allen drei Modi dieselben Hotkeys benutzen, weil der Modi ja immer nur eine bestimmte Anzahl von Fähigkeiten hat. Ne? Also zum Beispiel im SCM-Modus, im Waffenmodus schieße ich mit der linken Maustaste die Waffen, logischerweise. Aber im Raketenmodus habe ich ja die Waffen nicht. Das heißt, hier kann ich jetzt mit der linken Maustaste die Raketen rausschießen und habe also quasi denselben Hotkey. Im Scan-Modus scanne ich mit der linken Maustaste das, was immer da vor mir ist und lasse es quasi mir anzeigen. Habe ich jetzt gerade nichts als Beispiel, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, für den gesamten SCM-Modus gelten aber ansonsten die gleichen Regeln. Das heißt, wir haben dieselben Flugkurven, die sich bei jedem Schiff unterscheiden. Wir haben denselben Max-Speed, wir haben Schilde, wir haben unsere Schiffsfähigkeiten, auch Mining-Laser, Salvage-Laser, zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Und alles, was eben das Schiff kann. Alle Fähigkeiten sind verfügbar im SCM, mit Ausnahme von zwei. Erstens der Navigationsspeed und zweitens der Quantum Drive. Und das heißt, ich habe also eine verringerte Maximalgeschwindigkeit, während ich in einem SCM bin. Und zwar egal in welchem SCM. Beispiel, ich gehe mal auf Max Speed ohne Afterburner. Bei der F8 Lightning sind das hier 205 Meter pro Sekunde, in der Atmosphäre zumindest. Ich kann das jetzt steigern mit der Afterburner-Taste. Ne? Boost ich mal hoch. Dann komme ich hier auf einen Max-Speed von 300, weiß ich gar nicht, 360, 370 oder irgendwie sowas in der Drehe. Ne? Je nachdem, was ich für ein Schiff habe. Das ist mal schneller und mal langsamer. Verbraucht auch entsprechend den Boost, wie ihr links seht. Und sobald ich loslasse, wird er wieder langsamer auf den Maximal-Speed runtergehen, der in dem Fall 210 oder 205 Meter pro Sekunde ist. Das Besondere im Master-Mode-System ist hier aber sozusagen die Kurvenverteilung. Denn dieser Max-Speed, der ist zwar in alle Richtungen sehr ähnlich, aber beim Afterburner haben wir riesige Unterschiede. Beispiel, ich drücke mal auf die A-Taste und fliege hier mal jetzt nach links bis zum Maximalspeed. Ja, der sollte eigentlich derselbe sein, 205 ungefähr. Wenn ich jetzt nochmal den Afterburner benutze, dann kommt er zwar höher, aber nicht so hoch wie beim geradeaus fliegen. Er ist um einiges niedriger. Und das gleiche gilt auch nach rechts, nach oben und nach unten und nach hinten sowieso auch. Das heißt, ich habe also die höchste Maximalgeschwindigkeit immer geradeaus. Und das gilt für alle Schiffe. Ne? Bei Jägern ist es ein bisschen merklicher nochmal, weil die halt einfach generell mehr Power nach vorne haben. Liegt einfach an diesen Triebwerksverteilungen, die wir haben, ne? Logischerweise. Aber auch bei Industrieschiffen, bei Größenschiffen ist das gleiche Prinzip. Ich sage dir mal ganz kurz den Unterschied. SCM geradeaus, ohne Afterburner 205, mit Afterburner gehen wir hoch auf 360, 370, 380. Also schon nochmal ein ganz gewaltiger Unterschied. Und das sorgt eben dafür, dass ich im SCM-Modus, wenn ich Dogfights spiele zum Beispiel, mich immer drehen muss. Dass ich immer versuchen muss, den Gegner auszumanövrieren und dass ich nicht mehr rückwärts fliegen kann, was wir früher immer gemacht haben, rückwärts fliegen, Afterburner und dann schießen und irgendwie die NPCs oder auch Spieler versuchen auszutricksen. Das geht bei Weitem nicht mehr so gut, weil der Gegner kann ja, wenn er auf mich zufliegt, mit einem Afterburner hinter mich kommen. Er kann mich quasi überholen. Und das ist sozusagen eine wichtige Änderung, die hier eintritt. So, man kann jetzt lange streiten über die Sinnhaftigkeit von Geschwindigkeitsbegrenzungen. Fakt ist, sie sind da. Ich finde sie auch gut und sie sollten das Kampfgeschehen deutlich besser passieren lassen. Es sollte wesentlich besser gebalanced sein, werden wir alles noch sehen. Und CRG ist da, glaube ich, insgesamt auf dem richtigen Weg. Sie werden hier und da noch Anpassungen vornehmen, aber ja, letztendlich ist das alles, ja, Work in Progress wird einfach seine Zeit brauchen und man sollte hier generell jetzt nicht das perfekte Balancing erwarten. So, da sind wir wieder drin. Es gab gerade den Patch, wo ich hier aufgenommen habe, aber ist nicht schlimm. Es sind einige Neuerungen drin. Kommt dann heute auf jeden Fall in den Stream mit rein. Es gibt auch einige Updates zu Master Mode. Ich zeige euch mal hier ganz kurz was, nämlich das hier. Das ist heute gerade hier zum Aufnahmezeitpunkt rausgekommen. Da ist einiges dabei, eine Menge Cooles und Neues für Master Modes, für Dogfight, für Raumschiffflug und. Das gehen wir dann auf jeden Fall nochmal im Stream gemeinsam durch, aber
auch hier im Video ist davon bereits einiges drin. Und ich habe jetzt mal auf die Prospector gewechselt und wollte euch nochmal ein paar Kleinigkeiten zeigen, die sich unterscheiden zu einem Jäger zum Beispiel. Also wir hatten gerade schon die SCM-Modi hier genannt, ne? SCM-Waffen und so weiter. Die Prospector hat keine Raketen. Das heißt, sie hat jetzt so einen komischen GSZ-Modus. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Habe ich noch nicht herausgefunden. Ist, glaube ich, einfach ein Fehler. Das ist eigentlich der Raketenmodus. Aber sie hat jetzt eben keine Raketen. Wenn ich nochmal drauf drücke, komme ich in den Scan-Modus. Das ist schon bekannt von der Alpha Lightning. Wenn ich nochmal drauf drücke, komme ich in den Mining-Modus. Ihr könnt also diese ganzen Cockpit-Modi einfach durchschalten mit dem Mausrad innerhalb von SCM und seid damit auch völlig flexibel. Das heißt, die M-Taste, die wir bisher gebraucht haben, für Raketenmodus oder für Salvage- und Mining-Modus, die braucht man nicht mehr. Die ist jetzt ungebunden und kann für andere, wichtigere Sachen genutzt werden. Und das ist eben auch generell der wichtige Punkt für Industrieschiffe, Prospector, Vulture und so weiter. Wenn ihr minern oder salvagen wollt, müsst ihr zwingend im SCM sein, denn der Mining-Modus ist nur SCM. Und auch der Salvage-Modus ist nur im SCM verfügbar. Sobald ihr also in den anderen Modus, den Navigationsmodus schaltet, ist das hier nicht möglich. Das heißt, ihr habt also beim Minern, beim Salvagen immer das Risiko, dass ihr ja eben nicht einen hohen Speed habt, den ihr sonst gerne vielleicht nutzen würdet. Das ist sozusagen der Trade-off, den man in dem Moment machen muss. So, wir bleiben bei der Prospector gleich und werfen einen Blick auf den Navigationsmodus. Wir haben hier oben unter dem Modus einen Balken und das ist quasi der Cooldown oder die Aufladezeit, bis man umgeschalten hat. Ich drücke immer drauf auf die B-Taste und dann seht ihr schon, dass er in den Navigationsmodus switcht. Und er hat standardmäßig den Nav-Quantum-Modus aktiviert. Also quasi Nav-Mode ist der Master-Mode und QTM, Quantum, ist der ja, Cockpit-Modus quasi, den man erstmal startet. Ihr seht, es dauert eine ganze Weile und erst wenn dieser Balken gefüllt ist, nämlich jetzt, dann ist der Quantum-Drive verfügbar. Also vorher könnt ihr nirgendwo hinspringen. Ja, das ist nicht möglich und ihr habt noch nicht die hohe Geschwindigkeit. Ich schalte mal ganz kurz zurück. So. Und da seht ihr nämlich auch, das dauert auch hier wieder eine ganze Weile, bis das durch ist. Diese Zeit ist abhängig vom Raumschiff, abhängig vom Einsatzzweck des Schiffes und wird auch langfristig abhängig sein vom eingebauten Quantum Drive oder anderen Komponenten. Das ist aber noch nicht wirklich drin, das ist Zukunftsmusik, nur für den Hinterkopf für euch zu wissen. So, was wir jetzt machen? Ich lege es mal gerade aus im SCM-Modus mit der Prospector und die ist sehr langsam. Die Schiffe wurden alle neu getuned, dazu dann nachher im Stream noch ein bisschen mehr, aber die wurden alle komplett verändert, haben andere Flugkurven, Geschwindigkeit und so weiter. Und ihr seht schon, ich komme jetzt hier nicht allzu hoch. Wenn ich es umschalte in den Navigationsmodus, dann muss ich jetzt wirklich warten, bis der durch ist und erst dann habe ich die höhere SCM-Geschwindigkeit vom Navigationsmodus zur Verfügung. Das ist sozusagen das Zeitfenster, wo ihr sehr verwundbar seid, weil auch die Schilde, ihr seht es oben links, schmelzen währenddessen weg. Die werden nämlich zwischengepuffert, dazu komme ich gleich nochmal im Detail. Und jetzt erst habe ich die höhere Geschwindigkeit. Hinzu kommt noch, ich bin in der Atmosphäre. Hier, jetzt in diesem Fall. Ich komme also eh nicht wirklich vom Fleck. Kann aber jetzt auf jeden Fall auf eine höhere Geschwindigkeit hochboosten, wenngleich das hier wirklich ein bisschen schwierig ist. Ich werde nachher nochmal in einen anderen Modus gehen, wo wir im Weltraum sind, dann sieht man das noch einen Ticken besser. Und dann hat auch hier mit dem Speedlimiter nichts zu tun, der ist bei mir deaktiviert, der ist vollkommen unerheblich dafür, ne? Nicht, dass ihr da irgendwie euch wundert. So, im Unterschied dazu ist es aber so, wenn ich jetzt vom Navigationsmodus in den SCM zurückschalte mit der B-Taste, habe ich sofort die vollen Waffen. Ich kann sofort ballern. Die sind voll aufgeladen, jedenfalls aktuell. Und auch die Schilde kommen, wie ihr seht, sehr schnell zurück. Und das ist genau der Punkt. Wir haben also hier eine Balancing-Geschichte, die CRG machen will, wo sie sagen, wenn du aus dem Schnellreisemodus kommst und umschaltest in den SCM, dann gehst du das Risiko erstmal für einen recht langen Zeitraum ein, dass du nicht mehr schnell fliegen kannst. Und dafür geben wir dir von Beginn an die volle Waffenpower. Das gilt auch für Jäger, das gilt für alle. Und die Schilde laden sich schnell wieder auf. Der Haken ist, du kommst halt nicht so schnell weg. Also du triffst quasi eine bewusste Entscheidung, ich will jetzt kämpfen, ich gehe in den SCM oder ich gehe in den Mining-Modus, weil ich minern will und dann muss ich mit dieser Konsequenz dessen eventuell leben. Es lohnt sich also gerade für Industriespieler, für Miner, Salvage und so weiter, dass man erstmal die Umgebung so ein bisschen ja, absucht, abscannt und herausfindet, bin ich hier alleine? Sind hier irgendwelche Gegner? Wo genau bin ich überhaupt? Kann mir hier irgendwer gefährlich werden? Und wenn ich mir sicher bin, dann schalte ich erst in den SCM um. Und das gilt auch für Jäger. Ne? Ein Jäger,
Der muss auch erstmal ein bisschen die Lage checken und gucken, kann ich diesen Kampf hier führen? Ist es das für mich oder lasse ich es lieber doch sein? Weil wenn du dich entschieden hast, musst du damit in jedem Falle erstmal leben. Das Umschalten zurück in den Navigationsmodus dauert eine ganze Weile. Was passiert mit den Waffen und den Schilden und auch der Raketenabwehr und auch den Raketen allgemein, wenn ich es in den Navigationsmodus switche? Nun, ich habe hier jetzt einen riesen Nachteil. Denn ich habe, wenn ich es umschalte, mache ich gleich, ich habe nicht die hohe Geschwindigkeit. Ich habe die normale SCM-Geschwindigkeit, bis der Umschalter durch ist. Aber ich verliere sofort meine Waffen, meine Raketen, meine Raketenabwehr und die Schilde werden zwischengepuffert in so einen, ja, Zwischenpuffer halt. Da seht ihr jetzt hier, ich schalte mal um, ja, sofort Waffen weg, ich kann nicht mehr schießen, geht gar nichts. Und die Schilde schmelzen langsam dahin. Und zwar während der gesamten Aufladezeit. Es ist nicht sofort auf Null, aber solange das läuft, ihr seht es, genau bei Hälfte ist er auch bei Hälfte Schild, ist es entsprechend, ne, dass die Schilde immer weiter runtergehen, runtergehen und runtergehen. Und wenn er umgeschalten hat, habe ich null Schilde. Das ist Absicht, denn dieser Balancing-Punkt sorgt dafür, dass wir eine Art Zeitfenster haben, wo wir angreifbar sind, also einen Nachteil haben und eventuell der Gegner uns fertig machen kann, bevor wir flüchten. Jetzt habe ich ja Quantum, jetzt kann ich flüchten, ich kann mich jetzt hier ausrichten und könnte jetzt einfach wegdüsen, wenn es jetzt hier gehen würde. Das heißt, dieses Zeitfenster ist sehr, sehr wichtig, um die Flucht etwas zu erschweren, aber nicht unmöglich zu machen. Das ist ganz, ganz entscheidend. So, wenn ich jetzt zurückschalte in den SCM, laden sich die Schilde sehr schnell auf, viel schneller, als der SCM braucht, um hochzufahren, wie ihr seht. Wir sind jetzt voll mit den Schilden, ne? Und das Spannende ist, die laden sich aus dem Puffer. Und das bedeutet, selbst wenn ich jetzt während des Umschaltens Schaden bekomme, ist das nicht schlimm, weil die Schilde, diese Aufladerate von den Schilden wird nicht verringert durch Waffenschaden. Die wird trotzdem, werden sich vollladen, nicht auf 100%. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel 20% Schaden bekomme auf der rechten Seite, dann laden die nur auf 80%, aber sie stoppen nicht das Laden. So, hinzu kommt, dass nicht nur die Waffen sofort gehen beim SCM umschalten, sondern auch Raketen und Raketenabwehr. Also, wenn ich verfolgt werde und mir irgendwer Raketen dran sondern will, dann kann ich im Notfall schnell umschalten auf SCM, nehme das Risiko des langsamen Speeds in Kauf, aber kann mich von Raketen schützen. Und da muss ich halt versuchen auszuweichen, durchzuhalten und auch im Zweifel mich mal zu wehren. Ja? Wir kämpfen gleich noch. Zum Kampf kommen wir gleich noch im Detail. Jetzt auch einige sehr spannende Updates, aber das ist so das Wichtigste, was ihr hier erstmal dazu wissen müsst. So, ansonsten, wenn ich jetzt hier auf den NAV-Modus wieder umschalte, habe ich auch hier wieder diesen Quantum-Modus. Dann sind diese Marker aktiv. Davon haben wir mal einen so als Beispiel. Die könnten ja stören. Wenn die euch stören, mittlere Maus drücken. Dann kommt ihr nämlich in den NAV-Scan-Modus rein, zum Beispiel bei der Prospector. Also ihr könnt pingen und scannen, ohne dass ihr langsam fliegt. Das ist sehr praktisch. Und wenn ihr nochmal drauf drückt, dann kommt ihr eigentlich noch, je nachdem was für ein Schiff ist, in den NAV-Fly-Modus. Also ein reiner Flugmodus, ohne Marker, ohne Scanning, einfach nur so zum Rumfliegen. Der ist aber nicht bei allen Schiffen vorhanden. Ne? Bei der Prospector zum Beispiel fehlt er noch, kommt aber für alle Schiffe noch hinzu. Und der ist auf jeden Fall auch ganz nett. Aber da hast du einfach keine Marker oder irgendwelche anderen nervigen Dinge, die dich hier ablenken. Und auch ein cleanes UI. Das sieht dann quasi aus wie im SCM. Also im Prinzip so. Ne? Nur, dass du halt einen Highspeed hast und keine Waffen und auch den ganzen Rest nicht. So, ich weiß, dass die Diskussionen natürlich heiß hergehen bezüglich keine Schilde im Navigationsmodus und dies, das, tralala. Ich würde jedem empfehlen, testet es erstmal in Ruhe aus. Ich habe mich sehr viel mit befasst, im EPTU schon und auch im normalen, jetzigen WF1 PTU, kommt nachher in den Stream mit rein, da seht ihr das auch nochmal. Das Wichtigste, was man eigentlich lernt, ist, Speed gewinnt immer. Das Wichtigste, das Stärkste, was es gibt, ist Geschwindigkeit. Ihr braucht keine Schilde. Schilde sind völlig egal, wenn ihr schnell fliegen könnt. Und insofern kann ich euch einen Tipp mitgeben, das könnt ihr aber auch gerne selber mal ausprobieren und mir auch noch Feedback geben. Wenn ihr in einer planetarischen Oberfläche seid, wie hier, mit einer dicken Atmosphäre, mit Wolken, ne, wo man eben auch langsam fliegt. Hier lohnt sich, habt ihr auch schon gesehen, der Navigationsmodus nicht. Wenn ihr also hier unterwegs seid, kriegt ihr vielleicht 10, vielleicht 15, 20 Meter pro Sekunde mehr Geschwindigkeit, das hilft euch gar nicht. Denn ihr habt ja keine Schilde, keine Raketenabwehr, ihr habt gar nichts. Wenn ihr hier angegriffen werdet, seid ihr quasi tot. Es lohnt sich also hier SCM zu nutzen, selbst dann, wenn ihr eigentlich nicht langsam fliegen wollt, weil ihr seid sowieso verlangsamt durch diese Atmosphäre. Beim Monden und im Weltraum ist die Lage aber eine ganz andere, denn dort bremst euch keine Atmosphäre aus. Beim Monden und im Weltraum ist es so, dass ihr im Prinzip dauerhaft im Navigationsmodus bleiben könnt und die Schilde euch gar nicht jucken, weil egal, wer auch immer kommt, ihr könnt easy schnell
wegfliegen und müsst euch überhaupt gar keine Sorgen machen. Das heißt, wer sicher minern möchte oder salvagen möchte, der muss einfach nur Planeten vermeiden. Wer das nicht tut, der geht halt ein Risiko ein, hat dafür eventuell auch einen höheren Reward, weil auf Planeten bessere, ja, Ressourcen sind oder was weiß ich. Ne? Auch für Trader interessant zum Beispiel. Die können ja quasi dauerhaft auch im NAV-Modus bleiben. Die müssen ja auch nicht salvagen oder minern und umschalten. Die Trading-Schiffe könnten gewissermaßen dauerhaft im NAV-Modus auch traden. Aber wie gesagt, bei Planeten bringt er euch nichts. Bei Planeten lohnt es sich auf jeden Fall, in SCM zu schalten, die dicken Schilde mitzunehmen und im Zweifel auch mal die Raketen abzuwehren. So, machen wir mal einen kurzen Praxistest. Hier in dem Fall eine Spirit C1 als Handelsschiff, als kleines Beispiel. Ich habe eine F8 Lightning, einen sehr, sehr starken Jäger. Und der Kartal war jetzt hier im Navigationsmodus. Wir sind auf Daymar, keine Atmosphäre, die ihn bremst. Also er kann sofort Vollgas geben und braucht sich nicht groß kümmern. Ich schieße sogar Raketen auf ihn ab. Die kann er natürlich nicht abwehren. Müssen wir jetzt gleich rauskommen, genau, flupp. Und dann versuche ich, ihm hinterherzukommen. Und die Problematik ist, da es keine Atmosphäre gibt, die ihn irgendwie abbremst, komme ich kaum hinterher. Ihr seht's. Ich bin voll weit weg. Und die Waffen, man sieht es hoffentlich ein bisschen hier, die beginnen schon bei, ja, bei 2 Kilometern ungefähr an, richtig stark zu streuen. Und dann kommt echt kaum Schaden an. Ne, man sieht es, glaube ich, auch unten im MFD, viel trifft ihn da nicht. Das ist kaum der Rede wert. Ne, so ein bisschen leuchtet es mal kurz, aber kein Vergleich zu dem, was wir gleich noch sehen werden. Das ist auf jeden Fall sehr sicher. Also, ne, was ich vorhin sagte, Weltraum oder dünne Atmosphäre, Navigationsmodus als Händler auf jeden Fall bleiben. So, gleiches Spielchen nochmal. Diesmal ist der Kartal im SCM-Modus mit Schilden, weil er sich da sicherer fühlt. Aber bringen ihm die Schilde wirklich was? Na, ich weiß nicht. Denn er ist ja stark verlangsamt durch den SCM. Er muss warten, bis er Highspeed hat. Und ihr seht, ich komme super schnell an ihn ran. Ich kann ihm viel, viel mehr Schaden machen. Und ehrlicherweise, wirklich viel helfen ihm die Schilder nicht, ne? Die sind relativ schnell weggeschossen und dann treffe ich ihn viel, viel besser als vorhin. Das heißt, die Tatsache, dass er hier kein Highspeed nutzen kann, macht ihm am Ende mehr Schaden, als durch die Schilde des SCM verhindert werden. Und deswegen ist es für Handelsschiffe überhaupt nicht sinnvoll, in den SCM zu wechseln, wenn ihr zum Beispiel in der Atmosphäre von einem Mond seid, die euch eh kaum bremst, oder eben im Weltraum. Gänzlich anders ist die Lage jetzt hier bei Hurston. Hier haben wir jetzt einen Planeten mit der dichten Atmosphäre. Kaltal ist wieder im Navigationsmodus unterwegs, also ungeschützt, keine Schilde. Und aufgrund der Atmosphäre hat er keinen Highspeed durch den Navigationsmodus. Also der Bonus des Navigationsmodus hilft ihm hier gar nicht. Ihr seht es, ich komme locker ran, ich kann ihm einfach verfolgen und er hat nichts, was er machen kann, um mich daran zu hindern. Er könnte jetzt in den SCM switchen, aber hat er schon ordentlich Schaden vorher gefressen. Also bei Planeten, seht ihr schon, ist es sicher keine gute Idee, als Händler im Navigationsmodus zu fliegen. Er bringt euch eigentlich nichts. Ehrlicherweise, er würde auch so hier im SCM wahrscheinlich sterben, weil, naja, er käme auch dann nicht wirklich viel weiter, aber er hätte zumindest ein bisschen Schild und könnte einen Ticken länger durchhalten und sich auch mal wehren, beziehungsweise hat noch einen Kumpel dabei. Das muss er eben alles mit berücksichtigen. Also One-on-One ist generell nicht das, worauf CRG balanced, aber es ist halt ein gutes Beispiel, um es ein bisschen zu verdeutlichen. So, wie sieht es bei Mining-Schiffen aus? Wir haben hier eine Prospector, die ist im SCM-Modus auf Planeten Hurston in dem Fall. Und ich greife die jetzt gerade mal an. Ne? Grüße gehen raus hier an den VioVio, der da geholfen hat. Dankeschön. Und ja, die Prospector hat halt keine Chance. Auch nicht im SCM. Die wird einfach niedergemacht. Hier bräuchte man wirklich Eskorten. Allerdings, will ich hier dazu sagen, das ist auch auf dem Live-Server so. Probiert es mal aus. Ja? Also das ist kein Unterschied zu 3.23. Diese Schiffchen sind in Atmosphäre, also generell, die Atmosphäre eines Planeten ist der größte Feind für Industrieschiffe, weil du bist einfach unglaublich langsam und träge und du kommst ewig nicht weg, egal ob mit Schild, ohne Schild oder mit Doppelschild, ist egal, du brauchst da wirklich Eskorten, das ist hochgefährlich für jedermann. So, aber habe ich vielleicht eine Alternative, wenn ich jetzt keine Eskorten habe, wenn ich aber trotzdem minen und salvagen will, was kann ich in 3.23 machen? Nun, die Alternative lautet als Solospieler, minere oder salvage im Weltraum. Ne, auch hier, du musst sowieso in den SCM-Modus schalten, das ist klar, weil sonst geht der Mining-Laser nicht oder der Salvage-Laser nicht. Aber du hast eben den Vorteil, dass du viel schneller bist, weil dich die Atmosphäre, die nicht da ist, eben auch nicht bremsen kann. Und das macht es dem Angreifer schwerer, dich zu treffen. Logischerweise, du kannst ja ausweichen. Ihr seht es hier, ich greife den VioVio an. Der Auftrag für ihn war, auszuweichen, schnellstmöglich zu flüchten, also umschalten, er hat es gerade schon gemacht, in den Navigationsmodus. Ich treffe ihn zwar gut, aber er hat jetzt relativ schnell eine höhere Distanz gleich zu mir aufgebaut und dann ist er einfach durch den Navigationsmodus weg. Das sieht er gleich. 3, 2, 1 und zack.
Und das ist eben der Punkt. Das ist sicherer. Wenn man sowieso umschalten muss, dann macht man es am besten im Weltraum, dann kann man relativ schnell flüchten. Wenn jetzt noch ein Quantum Jammer käme, wäre die Lage anders, aber wir wollen es auch jetzt hier nicht zu kompliziert machen. Ich will euch nur so ein paar Tipps und so ein paar Ideen geben und so ein bisschen zeigen, wie das Ganze hier grundsätzlich funktioniert. So, wie verhält sich es denn mit Multicrew-Schiffen? Wir haben jetzt ja eine Constellation Taurus, ein fantastisches Handelsschiff für zwei Spieler. Und der Auftrag hier war, der Pilot soll mal einfach nur fliegen. Er soll sich gar nicht um den Gegner kümmern, sondern er soll versuchen, dem Geschützturm es so leicht wie möglich zu machen, diese F8 Lightning da vorne vom View abzuwehren. Es kommen Raketen raus, wir sind im SCM-Modus, die werden also auch abgewehrt. Und der Geschützturm, in dem ich gerade sitze, der ballert, was das Zeug hält, raus auf diese F8 Lightning. Und ihr müsst mal ein bisschen auf die Schilde achten. Natürlich, die Constellation hält viel aus. Aber Fakt ist, der Pilot, wenn er jetzt Solo wäre, der würde niemals diese F8 abschütteln. Keine Chance, weil er kriegt sie nicht vor die Nase, er ist viel zu träge. Der Geschützturm aber hingegen, der kann wunderbar mithalten. Und das ist eben die Stärke von Master Modes. Die Jäger sind viel, viel anfälliger gegen Geschütztürme, weil sie nicht mehr solche krassen Navigationsmöglichkeiten haben, wie es früher der Fall war. Und der Geschützturm hingegen hat gegimbelte Waffen. Er kann locker flockig, ihr seht, ich halte nicht mal richtig drauf. Der schießt einfach wunderbar drauf auf die F8 Lightning, die verliert Schild. Die Constellation selber, ja, ein bisschen Schild, kriegt ein bisschen Schaden, aber ist nicht wirklich die Rede wert. Und letztendlich würde der Angreifer hier sich dann irgendwann einfach aus dem Staub machen, wenn er keine Schilde mehr hat. Ja, weil er wird halt den Kampf verlieren, und zwar zwangsläufig. Und das, obwohl nur der kleine Turm von der Taurus auf dem Jäger rumballert. Und das ist gut so, denn genau das ist die Stärke von Handelsschiffen mit Geschütztürmen, dass sie eben sehr, sehr wehrhaft sind gegen eventuelle Jäger oder Angreifer irgendeiner Art und Weise. Na, ihr seht gleich nochmal unten das MFD. Dann seht ihr mal, wie stark wir ihn schon beschädigt haben. Die Schilde sind schon rot. Es dauert eine Zeit lang, aber ihr seht, uns juckt der Jäger quasi überhaupt gar nicht. Und da brauchen wir noch nicht mal die Panzerung. Das ist bereits in 323 wunderbar gelöst. So, und damit hört es gar nicht auf. Wir haben es nochmal auf die Spitze getrieben mit zwei Angreifern, also quasi 2 gegen 2. Wir haben eine Hornet F7C MK2, das ist hier vom Zabi das Schiffchen, und die F8 Lightning. Und die kämpfen beide gegen die Constellation. Unsere Schilde kriegen ein bisschen Schaden, jucken sich kaum drum. Und achtet jetzt mal, ich habe extra die Hornet zuerst angegriffen, weil die ein bisschen schwächer ist vom Durchhaltevermögen. Guckt euch mal die Schilde unten an von der Hornet im MFD. Ja, ich habe überhaupt keine Probleme, diese Hornet platt zu machen. Die würde spätestens jetzt das Weite suchen und die F8 Lightning wäre allein. Und die kann ich auch wegschießen, so wie vorhin. Also ich kann mich locker auch gegen zwei oder sogar noch gegen mehr Jäger verteidigen, weil der Geschützturm extrem mächtig ist. Und das sage ich nicht, weil der mehr Schaden macht. Und auch nicht wegen dem Auto-Aim, der noch ein bisschen genervt wird in Zukunft, sondern einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die Master-Modes, die Flugkurven, es nicht mehr so leicht machen für einen Jäger, dich zu umrunden und schneller zu sein als ein Geschützturm. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. In 322 hast du echt Probleme mit dem Turm, weil die Jäger so schnell an dir vorbeisausen, du kommst zu fast gar nichts. In 323 ist das komplett dahin, weil die Geschwindigkeiten viel geringer sind, die Ziele sind viel näher dran, du kannst viel besser mit dem Turm drauf aimen und du machst eigentlich allen den Gar aus, die dir ans Leder wollen. Klar, wenn jetzt eine größere Flotte kommen würde von Jägern, wäre es eine andere Geschichte. Oder wenn Bomber und Torpedosachen und weiter ankommen, aber klar, irgendwo hat immer alles seine Grenzen, aber ich denke, ihr kriegt hier einen guten Einblick darin, wie sich die Master Modes auch in solchen Gefechten hier schlagen. Natürlich Schiffe wie eine Mole, eine Prospector oder auch zivile Handelsschiffe wie eine Spirit zum Beispiel, die sind ein bisschen schwächer. Das liegt aber auch daran, das sind eben auch wirklich zivile Schiffe. Die sind nicht zum Kämpfen da, in keinster Art und Weise. Während aber zum Beispiel eine Cutlass oder eine Freelancer oder eben auch eine Constellation mit den Geschütztürmen deutlich, deutlich sinnvoller sind für gefährliche Gebiete. Und das heißt letztendlich, wir müssen ab 323 viel mehr darauf achten, ja, welches Schiff nehmen wir denn für unsere Aufgabe? Sind wir jetzt im Pyrosystem unterwegs oder in irgendeinem anderen unsicheren Sektor, dann nehme ich halt keine Spirit C1, sondern die Cutlass Black. Die hat nämlich einen Turm und der ist stark. Während ich in irgendeinem zivilen Sektor durchaus die Spirit C1 nehmen könnte, hat die auch mehr Frachtraum, ist ein bisschen luxuriöser, ein bisschen schicker, ne? Und dann passt das auch. Übrigens, hier noch ein sehr, sehr lustiger Bug zum Abschluss, den wir auf dem Server vorhin hatten im Stream. Ja,
Gebt mal euer Feedback dazu gerne in die Kommentare. Viel weiter will ich das hier noch nicht treiben. Es kommt noch ein größerer Master Modes Guide, aber ich würde da gerne warten, bis das alles in Sack und Tüten ist und CRG das vernünftig alles gebalanced hat. Da ist noch einiges nicht ganz richtig und dann gehen wir nochmal richtig tief in die Materien rein. Aber ich denke, das sollte euch als, ja, als Let's Show hoffentlich reichen. Gerne Feedback, wie gesagt, in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nachher im Stream mit dem neuen Patch und ich bin sehr gespannt, was wir da alles erleben werden. Wir haben viel vor, Distribution Center, Tiere, wir haben noch was zum Master Modes, weil einige Updates gekommen sind und natürlich das ganze Thema NPCs, KI, UI-Updates, Star Map und. Bis dahin und ciao! Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?